MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 14 Karrieremodus mit SC Paderborn. Wir spielen hier heute gegen Hertha BSC, also ganz verrückt. Was ganz anderes. Voll getroffen, leider nur den Pfosten. Und noch einmal. Zack, okay. Wir gehen also direkt rein ins Spiel. Wir spielen gegen unsere andere Karriere im Prinzip, nur halt eben mit einer anderen Aufstellung und anderen Spielern. Ihr seht, die sind noch ziemlich original. Im Gegensatz zu unserer Hertha-Karriere, da ist nichts mehr original. Baumjohann, schöner Pass auf Ramos. Aber der Goalie hat ihn. Zack, die Bohne, ab nach vorne. Ja, ich hoffe, euch wird's gefallen. Ich habe schon jetzt eine Zeit lang nicht mehr mit Paderborn gespielt. Wenn es euch gefällt, gerne Däumchen nach oben da lassen. Wäre sehr, sehr lieb von euch. Würde mich tierisch freuen, motivieren und so weiter und so fort. Das kennt ihr alles. Oh yeah. Alter Skiller, Otaldo. Jetzt wird's eng. Schade. Genau diesen Chop, den wollte ich eigentlich gerne öfter machen, aber ich weiß nicht so genau, wie man den wirklich macht. So, Ryan Gold, der ist ein bisschen schlecht drauf. Der ist echt schlecht drauf. Ja, und da bleibt Dambo hängen. Schade. Jonathan Tah, super. Und dann direkt in die Füße von Brooks gespielt. Ich wollte schon in die Hände sagen, aber das wäre ja dann eine böse Unterstellung. Durm wird dort gestoppt. Ramos muss gestoppt jetzt werden. Baumjohann auf Außen. Alagui, aber das ist ja ganz verkehrt. Abseits hochziehen und komplett daneben. Langer Ball. Ja, es ist ziemlich kalt hier bei uns im Stadion. Müssen wir vielleicht mal irgendwie die Rasenheizung anmachen. Okay. Einwurf hier für Hertha. Kommt da was? Ja, das war ein schöner Pass. Ich wollte ganz normal einen Pass spielen. Das war ja schön. Schießt er den einfach erstmal hart ab. So, hier, Pass erstmal auf kurz, auf Tah. Mal sehen, ob wir hier es heute schaffen, Punkte zu holen. Ich weiß gar nicht, wie wir bisher so sind in der Liga. Ich habe gar nicht mehr reingeguckt, einfach ein Spiel gestartet und... Ah, nein, da laufe ich daneben. Ich wäre so durch gewesen mit ihm. Nee. Ja, ganz krasser Verteidigerfehler. Ich hatte den, wollte sofort den wegspielen. Er denkt sich erstmal, oh, ich stelle mich mal kurz richtig hin. Sekunde. So, stelle ich mich jetzt da hin. Oh, da ist ja ein Gegner. Ja, dann war der drin. Ganz klarer Verteidigerfehler. Wir hatten schon Glück, dass der an den Pfosten gegangen ist. Da nimmt er ihn, soll ihn wegschießen. Ich hätte ihn eigentlich sofort zur Ecke rausklären sollen. Ich will das aber meistens nicht. Meistens sage ich mir so, Ecke rausklären, das ist noch gefährlicher als eigentlich die Chance so an sich. In diesem Fall war es genau nicht so. Da dran, bitte. Okay. Weiser. Wie die Mädels hier im Hintergrund abgehen, ne? Wenn es eine Mädels sind, man weiß es nicht. Vermutlich nicht, vielleicht sind es auch nur Kinder. Männliche Kinder. So, Alagui. Oh Mann, wir bleiben hier komplett hängen. Das Spiel ist wirklich sehr schwierig. Ich glaube, der Schnee hilft uns überhaupt nicht weiter. Aber warum sollte er es auch, ne? Ah, Langkamp setzt sich da schön ein. Verteidigt gut. Und keiner von uns nimmt diesen verdammten Ball. Kumpels, ihr beide steht da. Dambo und Otaldo. Und ihr macht überhaupt nichts. Oh. Ja, Kraft hat's gerochen und gesehen. Sagt er sich, nö. Ist vorbei, Jungs. Da kommt ihr nicht ran. Ramos, schön durchgesteckt. Und da ist das 2:0. Hertha geht uns hier richtig auf die Eier. Auf den Sack. Eieieiei.
Eieieiei, du bist schlecht, Otaldo. Mach deinen Kanal zu. Alles klar. Irgendwie klappt das hier heute nicht so richtig, was ich vorhabe. Ich wollte dann einen schönen Pass und wieder zurückspielen. Dass sie sich gegenseitig schicken. Erstmal ihn schicken, damit er hinterherlaufen kann. Ja, also muss erstmal reinkommen mit SC Paderborn. Ist natürlich eine ganz andere Sache zu spielen als mit Hertha oder eben Ultimate Team, was ich heute auch schon ein bisschen gespielt habe. Super. Schön. Gold. Muss die Flanke jetzt bringen. Otaldo! Otaldo! Da sind sie zu überrascht, die Jungs. Haben sie den Ball auf dem Schlappen? Was machen sie da raus? Nix. Dämme. Und damit ist die erste Halbzeit vorbei. Wir liegen 2-0 hier hinten. Ach du heiliger Bimbam. Oh Mann, ey. So ein dämliches 1-0. Schade, Pomade. Okay, Gold und Meier und so sind, glaube ich, gar nicht so gut drauf, wa? Irgendwie kriege ich das Roulette nicht so hin. Irgendwie das russische Roulette. Den Berber und Megidi kriege ich eigentlich immer ganz gut hin. Aber die, um den Gegner herumzudrehen, irgendwie kriege ich das nicht hin. Also, weiß gar nicht, wie der sich nennt. Das Marseille-Roulette, keine Ahnung. Super. Otaldo auf der anderen Seite kann den Ball nicht kontrollieren, weil der dann doch sehr stark ankam. Sehr steil. Und Foul von Otaldo durch die Impact Engine. Oder halt ja auch, ich habe halt auch Schießen gedrückt. In dem Kontext ist es dann halt verkehrt. So, hier außen aufgepasst. Wir müssen darauf achten mal wieder, dass wir die Spieler rechtzeitig auswechseln. Und jetzt müssen wir dazwischen gehen. Im Ernst, ey. Super. Super Ballannahme. Kann ich nichts machen. Super. Also heute totale Blamage. Richtig blamiert hier gegen Hertha. Ach du heiliger Bimbam. Wie wir hier spielen, ey. Nein. Oh, Dambo stand im Strafraum. Okay, Einwurf für uns. Aber erstmal die Auswechslung vornehmen. Alter Schwede, heute richtig Blamage. Alter Falter. Ja, man sieht, ich bin nicht dafür gemacht, mit schlechten Mannschaften zu spielen. Da bin ich noch richtig schlecht. Aber das ist natürlich auch so eine Sache. Man muss auch mal ein bisschen verlieren, ne? Obwohl das wahrscheinlich die Zuschauer, also ihr, vermutlich gar nicht so gerne dann seht, wa? Nee, du musst immer 8-0 gewinnen. Wenn man 8-0 gewinnt, du gewinnst ja immer. Also letztendlich ist es eigentlich nie richtig, was man macht. Schön! Boah, nee, ey. Schöner Schuss von Ryan Gold. Aber leider hat Kraft da seine Gogo Gadgetto-Arme rausgeholt. Oh, nee. Warum läuft Otaldo noch unten? Lauf doch weiter in den Strafraum. Ja, da wollte sich irgendwie komisch anbieten oder so. Keine Ahnung. Soll sich mal nicht hier anbieten. Ist doch hier keine Prostitution. Also hier läuft gar nichts auf dem Rasen. Sieht natürlich alles am Rasen, ist ja klar. Oh, ich dreh durch. Man sieht doch, wo Dambo lang will. Mann! So, da kam erstmal hier schön die Sense von hinten weggenatzt. Ordentlich. Und dann pfeift er. Jupp. Und wir wechseln. Ich wollte den Ball einfach nur draußen haben. Jonathan Tah heute mit dem Eigentor. Super. Otaldo ist nicht frisch. Dann kommt hier er rein. So.
Gelbe Karte für Jonathan Tah, der jetzt auch direkt, ja, ich würde einfach nur weitermachen, ausgewechselt wird. 80 Minuten gespielt, ja, da kommen wir gar nicht mehr hinterher. Das ist einfach nur schlecht, was wir heute hier darbieten. Oh, ey, wir werden richtig heute frisch gemacht. Schönes Spiel, so muss das sein. Da werde ich nicht mehr sauer bei sowas. Das ist einfach, ist halt so. Was sollst du da machen? Liegst 3-0 hinten. Hertha spielt wesentlich besser als wir. Boah. Dann natürlich mit einem schönen... mit so einem richtig schönen Eigentor. Schöner Abwehrfehler. Also doppelter Abwehrfehler. Am besten war es ja sogar noch zweimal Jonathan Tah. Dann, die Verteidigung spielt heute richtig gut. Alter Schwede. Bam, hau sie alle weg. Genau. Gut gemacht. Also wenn der Torwart den da irgendwie hat, dann muss er ihn entweder in der Hand nehmen oder anders wegblocken, aber doch nicht den eigenen Mann da so wegfetzen. Was steht der denn da? Der steht doch da, um den Pfosten zu retten. Warum haut er den dann um? Ah, Mann. Heute läuft gar nichts. Das ist ja eine richtig Blamage hier. Du kannst ja gar nichts, du Noob. Ja, darum spiele ich das ja. Zur Unterhaltung. Es geht hier um den Fun-Faktor, nicht unbedingt irgendwie um die Mega-Skills zu zeigen, um der krasseste Shit in der Hood zu sein. Zumindest denke ich mir das jetzt hier gerade so bei diesem Spiel. So muss man das denken, glaube ich. So, Bertels, ja. Guck mal, der konnte sich ja gar nicht mal bewegen. Der ist ja praktisch auf der Stelle gelaufen. Ich glaube, der Boden war richtig glatt. Wir brauchen ganz dringend eine Bodenheizung. Super, mega, Abwehr, Torwart und sonst was Fehler. Darmbo mit einer 6,6, bester Mann. Super gut. Ey, so macht das Spaß. Alter Schwede, wir haben heute den 7. Dezember. Das heißt, in knapp einem Monat ist hier, ne, der Nationalhof Hertha, ey, geht mir doch nicht auf die Eier, ey. Knapp einen Monat ist wieder Transferzeit, aber wir haben ja so gut wie gar kein Geld. Wir könnten vielleicht noch weitere Spieler ausleihen, was uns aber letztendlich auch überhaupt nichts bringt. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Wir spielen dann das nächste Mal gegen Augsburg, versuchen da mal wieder 3 Punkte zu holen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.